Ja, Chaka, zweite Trakte fertig. Nice. So, die Dinger müssen natürlich dann auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast mit dem Modpack Tashworld 2 und natürlich mit mir. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses schöne Ding hier gebaut, zwar die Ender Thermic Pump. Und benötigen wir einfach, um Lava halt vom Ender, ach vom Ender sage ich schon, vom Nether zu uns zu pumpen. Ja, okay. Und darauf wollen wir hinarbeiten. Und zwar hat das Ganze einen Sinn, damit wir diesen Generator wegschaffen können und damit wir Geothermalgeneratoren bauen können. Das ist eigentlich so der einzigste Grund. So, was hatte ich vor mit euch? Ich wollte als allererstes mit euch jetzt die zweite Trakte bauen. Wir brauchen. Die sind ja doch schon sehr zeitaufwendig zu craften, aber ich habe mich dann für entschieden, dass ich dieses Mal das nicht rausschneiden werde, weil die machen, also die sind eigentlich schon interessant zu craften, meiner Meinung nach, und deswegen würde ich sagen, machen wir damit einfach mal oder beziehungsweise starten wir da einfach mal. Wir sehen, wir brauchen harten Glas, schon mal 8 Stück, dann 8 Enderium Ingots und 2 Diamanten. Haben wir schon mal die 8 harten Glas, die müssten wir eigentlich noch hier locker haben. Genau, das ist die Hälfte. Perfekt. Diamanten haben wir noch genau 2 Stück. Ich hoffe, dass unser Crabby bald mal auf Diamanten trifft. Das wäre auf jeden Fall mal sehr schön. So, und wir haben 4 Enderium Plant schon mal. Das heißt, wir kriegen schon mal 4 Barren. Sollten wir zumindest. Ja, mit 4 Enderium Plant kriegen wir 4 Barren. So, das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 4 Enderium Plant. Dafür brauchen wir so ein Ender Bucket. Das heißt, einen Eimer voll Enderperlen oder geschmolzene Enderperlen. Zinndust und Shiny Metal. Shiny Metal habe ich im Inventar. Das habe ich im Inventar. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal unser Magma Crucible. Stellen den, weil hier ist Redstone drin. Hier ist nichts drin. Und da soll unsere Enderflüssigkeit rein. Das heißt, wir machen den hier auf Orange. Hauen hier 4 Enderperlen rein. Weil vier Ender, also eine Enderperle gibt es 150 Milliliter. So. Sollte dann zumindest, sehen wir jetzt gleich, gerade mal hier drüben gucken. Der eine noch. So, jetzt brauchen wir gerade ein Eimerchen. Ein Amo. Oh, ein Amo. So. Den wir dann jetzt quasi da oben rein. Zack. Und haben einen Resonant Ender Bucket. Also relativ simpel. So, jetzt brauchen wir noch Zinn, das habe ich gesehen. Zinn. Also, irgendwann mal 2. Der Pulverizer muss aus sein dafür. Das brauchen wir. Shiny Metal habe ich im Inventar. So. Sagen. Können wir doch gleich schon mal unsere Barren herstellen. So. Iron, das können wir direkt. Ne, nicht. Dann machen wir den direkt wieder an. Damit wir das auch nicht vergessen. Iron, kommt da rein. So, ein Crafting Table. So. So und so. Gibt 4 Enderium Blend. Zack, perfekt. Haben wir sogar noch auf Tasche von unserem Shiny Metal, weil Shiny Metal ist sehr, sehr, sehr. Ich wiederhole, sehr, 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 sehr selten. So, ich würde fast behaupten, wie Diamanten. Gibt es auf jeden Fall nicht viel von. So, jetzt brauchen wir dieses Blaze. Ne, wie hieß das? Feuerblaze? Ne, warte mal, ich will nicht falsch sagen. Pyromalm Dust. Das wird hergestellt aus pulverisierter Kohle, aus Sulfur, aus Redstone und aus Blaze Powder. Ja, machen wir uns das doch. Dann gerade auf dem Schlauch Sulfur. Also pulverisierte Kohle habe ich noch im Inventar, das weiß ich. Sulfur. Sulfur, Sulfur, Sulfur. Sulfur haben wir auch noch am Start. Das war das andere. Redstone. Haben wir auf jeden Fall auch noch genug am Start. Und wir brauchen Blaze Powder. Das haben wir auch im Inventar. Perfekt. Ab ein Crafting Table. So, so, so und so. Eins, zwei. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir. Das Ganze kommt, glaube ich, in die. Wo wir das reingeschmissen? Das war falsch. Kacke. Induction Smelter, alles klar. Der Induction Smelter ist hier. Die Seite kommt das und da kommt das hin. Und dann kriegen wir jetzt schön, wenn wir alles richtig gemacht haben, kriegen wir da jetzt auch schön dann unsere Enderium Ingots raus. Hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Der Ofen ist natürlich sehr langsam. Derzeit zeige ich euch nochmal nach, was wir danach noch bauen. Und zwar ist das dieser Iron Tank. Der ist hier, das sind diese drei Bauteile, die wir dafür brauchen.
Relativ simpel zu craften, brauchen wir aber, weil wir die Lava irgendwo ja speichern müssen, die wir aus dem Nether pumpen. So, für hier die Steine zu craften, müssen wir hier Iron Plates bauen. Für die Iron Plates herstellen zu können, brauchen wir noch, ich habe falsch den Knopf gedrückt, die Rolling Machine. Das heißt, die Rolling Machine müssen wir uns dann noch in dieser Folge oder in der nächsten Folge craften. Wir müssen mal sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Und ja, werden wir es machen. Zap, bam, zack, 8 Stück. Läuft bei uns. So, jetzt muss ich wieder unten wieder Tesseract eingeben. Tesseract. So, dafür müssten wir dann jetzt auch alle schon am Start haben. Quasi. 1, 2, perfekt. So, jetzt haben wir den Frame. Oder, ja, den Frame. Jetzt brauchen wir den aber gefüllt. Es gehen 1000 Millibuckets in einen Tesseract. Das heißt, wir brauchen 4 Enderperlen für einen Tesseracten. 9 Enderperlen haben wir noch. Das heißt, wir... Nee, nicht da draufhauen. Wir tun alles, bis auf eine, da rein. Lassen wir jetzt schön durchschmelzen und dann tun wir die, wenn die jetzt, wo sind wir hin? Da, wenn die jetzt gleich durchgelaufen sind, tun wir die Tesseract damit befüllen. Quasi. So, können wir den einen Tesseract schon mal da reinmachen. Befüllt er sich? Ja, oh, der befüllt sich ja mit einer mordsmäßigen Geschwindigkeit. Das ist ja der Hammer. Okay, gut. So, wenn der dann gefüllt ist, müssen wir dann diesen Tesseract bauen, den wir brauchen. Der wird hergestellt dann nochmal aus Silber, Bronze und was ist das? Also Silber und Bronze einfach nur, okay. Wollen wir das auch schon mal? Bronze, ups, na egal. Und Silber. So, der erste Tesseract ist gefüllt. Der zweite folgt zugleich. Das ist doch schon mal sehr schön. Es geht doch vorwärts, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Zack, ist genau falsch, glaube ich. Zack, 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 bam. Erster Tesseract fertig. Zack, 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 zack. Jo, ich hoffe, der zweite ist schon befüllt. Perfekt. Hier machen wir direkt wieder aus, damit wir nämlich nicht da aus Versehen Redstone und sowas vermischen. Den da rein. Uyachaka, zweite Trakte fertig. Nice. Nice. So, die Dinger müssen natürlich dann auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Ich kann das jetzt mal kurz hinten einfach mal hinbauen an unser Energy-Dings hier, ne? Da den mal daneben. So, jetzt hatte ich Entschuldigung. Connected. Und wenn wir jetzt mal da drauf drücken, dann sehen wir hier, können hier dann jetzt eingeben, so, machen hier ein Plus. Ne, Enter. Geben hier oben dann noch eine 1 ein für die Frequenz, der jetzt arbeiten soll. Machen Set. Und machen jetzt hier Plus. Und jetzt haben wir die hier unten drin. Dann können wir hier neben, kann man dann noch sehen, Item Mod. Also, dass der Item schicken soll, dieser Tesseract. Dass der Receive, Send und, also Send und Empfangen oder Blockieren. Das gleiche geht mit Flüssigkeiten und das gleiche geht natürlich auch noch mit Energie. Also, eigentlich schon ganz cool. Auf jeden Fall ein super Teil. Funktioniert natürlich dann auch erst, wenn wenn es angeschlossen werden kann, quasi an unserem Ventil von unserem Ion Tank, den wir dann noch bauen werden. So, ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns mal schnell an, wie die Rolling Machine geht, weil wir brauchen auf jeden Fall als nächstes den Iron Tank. Rolling Machine, da ist das Teil. Das ist sehr simpel zu craften, ein paar Pistons, ein paar Iron hier, eine Crafting, bla, das ist also wirklich nicht schwer. Also werde ich das aus dem Video rauscutten, damit das Video nicht einfach zu langen Rattenschwanz wieder bekommt und einfach zu langweilig wird, weil nur gecraftet wird, weil ich will jetzt auch zeigen was. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Stein, das ist hier oben gewesen, Redstone kann dahin, Eisen kommt dahin, Sulfur, pulverisierte Kohle von mir ist auch da rein, Dingenswurms, den tue ich da oben rein. So, das können jetzt mal erst nach hier bleiben. Enderperle tue ich mal dahin. So, hier. Rot. Einmal noch weg. Zack. So. Die Rolling Machine. Die platzieren wir jetzt mal hier hin. So, pup. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Stromleitung. Ich hoffe, wir haben noch. Feedstone Energy Conduit Pipes. Haben wir noch am Start. Perfekt. So. Zack. Wisst ihr das Ding? Genau, das hat einen internen Speicher von 500 Minecraft-Joule. Das ist jetzt nicht die Welt. Also das ist wirklich nicht viel. Aber, egal. Wir erfüllen, bzw. die Maschine erfüllt unseren Zweck. Und da können wir dann jetzt quasi, meines Rezeptes war so, ja genau.
Perfekt. So. Davon brauchen wir. Warte mal, macht er da? Achso, okay. Stecker. Hä? Mach das Teil. Aber alles cool. Aber normalerweise hätten wir das auch ein bisschen anders craften können. Und zwar so. Ja, perfekt. Perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall ordentlich viel Zeug. Ja, lassen wir gerade mal durchlaufen, fix. Dann kommen wir auch noch dabei. Fertig. Wird nicht lang geschnackelt hier, da wird einfach alles gemacht, weil wir eh alles brauchen für unseren Iron Tank, weil wir brauchen ja die ganzen Bauteile. Iron quasi Tank, quasi. Iron Tank, ne? Nee, nicht witzig, ich weiß, es ist nicht witzig, aber egal. Okay, wir brauchen noch Iron Bars und Lever. Iron Bars auch ganz einfach und Lever auch sehr einfach. Brauchen einen Stein. Stein ist hier. Ein Holz, ein Lever. Dann brauchen wir nochmal hier ein Metal. Diesen Iron, ne? Zack, zack, ja, zack. 16 von den Teilen. Und dafür brauchen wir Glas. Panels, genau, Glas. Panels, also Glasscheiben im Prinzip. Sehr simpel zu craften. Und zwar, wo ist überhaupt mein Glas da? Ich hab sogar noch welche. Nice. Da werden einfach hier die Glas, wird, das Glas wird einfach so 6 und 6. 16 Stück raus. Es sollte langen. Das direkt wieder hier rein. Perfekt. So. Oh. Platz machen. So, so, so. So, so. Und. So. Ergibt gar nichts, weil ich habe das Rezept falsch gemacht, vermute ich jetzt mal. Stück. Das Problem ist, ich brauche 9 für meinen 5x5 großen Tank, den ich gerne machen würde. Das heißt, wir müssen leider noch welche herstellen. Ist nicht so schlimm. Sind dann zwar quasi überflüssig, weil wir die nicht mehr benötigen, aber ist halt dann so. Gibt Schlimmeres auf der Welt, würde ich sagen. So. Davon haben wir jetzt genug. Das heißt, davon machen wir jetzt gerade welche. Das waren die hier genau. Machen uns das ein bisschen einfacher, machen hier so, Shift-Click, 8 Stück, die langen auf jeden Fall. Brauchen insgesamt, glaube ich, sogar nur 2, nee, oder 4, 2 oder 4, muss ich nochmal genau gucken. So, als nächstes brauchen wir die hier, die sind, davon brauchen wir viel. Werden, ups, nee, so werden die nicht gemacht. Werden so gemacht. Davon brauchen wir wirklich, wirklich, Alter, durch. Ja. Davon brauchen wir. Okay, das sollte langen. Das sollte definitiv langen. Ich glaube, ich habe sogar schon viel zu viele gemacht, aber egal. Haben's ja. Iron haben wir wirklich mittlerweile echt genug. Da seit der Quarry da quasi bis auf den Boden am Schürfen ist. Das ist sehr schön. So, also okay. Ich würde sagen, damit sind wir auch dann aber am Ende unserer Folge angekommen. In der nächsten Folge würde ich sagen, installieren wir den ganzen Quatsch und müssen mal gucken, wo wir unseren Tank platzieren, weil der wird ja wirklich groß, weil 5x5 ist jetzt nicht zu unterschätzen. Ja, ich hoffe, es war nicht zu langweilig, es war ein bisschen unterhaltsam. Die Tesserakte sind wirklich eine coole Sache, genauso wie die Enderpump. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Twitch, folgt mir einfach überall hin, keine Ahnung. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Leute, haut rein, bis dahin. Ciao.